Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Kniffel und zwar die Version 4.1. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Kniffel und zwar die 4.1-Edition aus dem Hause Schmidt. Spiele für eine Person vom Autor Rainer Knizia. Und anfangen möchte ich die Reihe mit Kniffel, dem sicherlich bekanntesten. Und nach und nach gibt es dann auch die Vorstellung der anderen Boxen. Das sind quasi alle Spiele für eine Person. Das heißt, alles Solo-Spiele für eine Person, 20 Minuten Spielzeit und auf der Seite steht 8 Jahre. Im Verlauf des Videos zeige ich euch erstmal, wie das Ganze funktioniert. Es sind nämlich schon ein paar Besonderheiten, auch wenn man Kniffel geübt ist und Kniffel quasi kennt. Es gibt ein paar Besonderheiten, an die muss man sich halten. Aber es gibt auch ein paar reizvolle Ideen, wie hier zum Beispiel das Challenge-Heft, um dran zu bleiben, um einen gewissen Wiederspielreiz zu steigern. All das in diesem Video. Ich fange an mit dem Aufbau, ich komme dann zum Ablauf und abschließend, ihr wisst ja, gibt es dann auch das Fazit. Und aufgebaut habe ich schon mal, ihr seht hier die Gewinnkarte, das ist quasi der Spielplan, der wird hier ausgelegt. Die Wertungsmarke, die werden neben jedem Bereich dann einfach so platziert, wie man es hier auf der Seite erkennt. Die Marker, die hier auf der Seite liegen, die benötigt ihr für die erste Partie nicht unbedingt. Es gibt nämlich hier eine Vielzahl an Würfel, aber um reinzukommen, erkläre ich es euch. Und dann komme ich auch zum Challenge-Heft und das macht ja auch quasi den Reiz aus, gewisse Dinge zu erreichen, um im Scoring weiterzukommen, um gewisse neue Aufgaben zu bewerkstelligen. Fangen wir an, die Würfel lege ich zur Seite und ja, was ist Aufgabe? Es ist ein klassisches Spiel, wenn ihr das erst einmal ausprobieren wollt, die Aufgabe viele Punkte zu bekommen. Dazu nimmt man sich 5 Würfel, das heißt man braucht immer 5 Würfel, um zu spielen, weiter zu spielen, ansonsten endet die Partie. Und jetzt habt ihr mehrere Möglichkeiten, ihr würfelt hier separat, ihr könnt hier würfeln, ihr könnt die noch restlichen Würfel auch hier platzieren, das bleibt euch überlassen. Aber es geht ja auch erst einmal um das Kennenlernen der Abläufe, wie funktioniert das Ganze. Ich nehme jetzt einfach hier diese Würfel und all die Würfel, die platziere ich jetzt hier natürlich auf diesem Tableau. Wo ich sie platziere, das bleibt natürlich mir überlassen. Es gibt hier diese klassischen Zahlen, wie man es kennt. Das heißt, hier legt man immer die 1er, die 2er, die 3er und so weiter aus. Und ganz wichtig, einen Würfel, den ihr platziert, den müsst ihr immer an das linke freie Feld dann legen. Das heißt, für die 2 Sechser legt man den ersten Würfel hier hin und den zweiten Würfel dann hier hin. Das muss man beachten. Auch hier, was jetzt dieses Dreierpasch dann angeht, man muss hier diesen kompletten Bereich befüllen, bevor man die Punkte bekommt. Ich könnte jetzt beispielsweise schon mal die 6er hier hinlegen, vielleicht auch die Zahlen, aber ich versuche insgesamt den Dreierpasch zu erreichen. Das bleibt mir überlassen. Wichtig ist auch hier unten die kleine Straße. Ihr könnt jetzt nicht die 2 automatisch hier draufsetzen, sondern ihr müsst die 1 erst hier draufsetzen und dann beginnt ihr hier weiter. Ansonsten 5 gleiche Zahlen, Chance, unterschiedliche Zahlen, wie man es, denke ich, auch kennt aus dem klassischen Kniffel. Ansonsten, der Anleitung ist nochmal prima erklärt. Ich platziere jetzt also meine Würfel, vielleicht hier gleich für das Dreierpasch. Ja, hier fange ich jetzt vielleicht mal mit einer Straße an und den Vierer, tja, den lege ich jetzt einfach mal hier oben hin. Das wäre meine erste Runde und jetzt kann ich werten. Naja, ich möchte nicht werten. Wenn ich werte, nehme ich mir wieder die Würfel, aber ich kann jeden Bereich immer nur einmal werten und ich habe ja noch genug Würfel im Vorrat, sodass ich hier weiter spiele und einfach nochmal neu würfle. Oh, das sieht ja schon mal sehr gut aus. Das heißt, das kann ich hier platzieren. Ach, jetzt habe ich echt einen tollen Wurf, aber irgendwie will es doch nicht. Ich riskiere jetzt ein bisschen viel. Das heißt, ich platziere die hier hin. Ich hätte jetzt hier auch füllen können. Aber ich habe ja noch Würfel. Ansonsten, wenn ich jetzt einen Bereich hier voll hätte, zum Beispiel, nehmen wir das einfach mal an, ich lege jetzt hier die 1 hier hoch und hätte jetzt ein Full House. Dann kann ich es werten und das werde ich beispielsweise auch machen. Ich entscheide immer, ob ich unten, oben werten will. Es bleibt mir überlassen, was ich werte. Aber wenn ich werte, nehme ich hier dieses Plättchen und ziehe das dann hier an diesen Rand. Weil hier darf ich sowieso nur werten, wenn ich alle Würfel platziert habe. Es trifft hier für den unteren Bereich überall zu. Das heißt, ich kann dieses Dreierpasch gar nicht werten. Ich muss hier noch 2 Würfel platzieren. Aber jetzt würde ich am Ende 25 Punkte bekommen und ich habe wieder mehr Würfel zur Verfügung. Es kann ja sein, dass mir die Würfel ausgehen, weil ich brauche mindestens 5 Würfel, um zu werfen. So funktioniert das Prinzip. Das heißt, ab und an seid ihr gezwungen zu werten, vielleicht auch hier im oberen Bereich, um Würfel zu bekommen, damit ihr wieder 5 Würfel zur Verfügung habt. Und so spielt ihr quasi bis ihr keine 5 Würfel mehr zur Verfügung habt, dann setzt ihr die anderen Bereiche, wo ihr nicht gewertet habt, halt auf den Nuller-Bereich.
Das ist halt so. Ja, oder ihr habt quasi alle Bereiche ja, markiert und dann endet quasi das Spiel auch. Wichtig ist jetzt aber noch ein Bereich und das ist hier dieses Bonusfeld. Und es kann ja sein, dass hier die Marker unterschiedlich auf unterschiedlichen Positionen dann sind. Das heißt, die liegen wirklich unterschiedlich aus und manchmal ist es perfekt, aber dieser Bonus, den setzt ihr dann nur aus diesem Bereich, wo das Plättchen liegt, also das eine Plättchen oder mehrere Plättchen an der linken Position. Das wäre hier die 6 Punkte und dafür bekommt ihr einen Bonus von 15 Punkten. Das nochmal als kleine Ergänzung. Also, ihr habt entweder keine 5 Würfel mehr, dann endet das Spiel. Dann müsst ihr die anderen Plättchen natürlich noch hinschieben, gegebenenfalls auf die Nullerfelder. Ja, oder ihr habt hier alle Bereiche voll, das Bonusplättchen schiebt ihr hin und dann zählt ihr die Punkte und dann schaut ihr, wie viele Punkte ihr habt. Tja, das zum Kennenlernen des Kniffels. Aber es gibt jetzt eine gewisse Herausforderung und genau das soll ja auch den Reiz ausmachen, weil ihr habt hier gewisse Aufgaben, die ihr meistern müsst. Das heißt, ihr beginnt mit Level 1, habt eine gewisse Anzahl von Würfeln zur Verfügung und versucht natürlich gewisse Dinge, Punkte zu erreichen. Erreicht ihr zumindest mindestens die 240 Punkte hier in dem Fall, dann könnt ihr auf jeden Fall zu Level 2 weiterschreiten. Mensch, Jörg, da liegen ja noch ein paar Marker aus. Ja, da liegen noch ein paar Marker aus und ab und an müsst ihr Plättchen auf gewisse Felder legen, um quasi die auf jeden Fall zu platzieren. Das heißt, Würfel müssen da platziert werden. Lasst euch da ein bisschen überraschen. Es kommen auf jeden Fall immer ein paar Besonderheiten zum Tragen. Aber beginnt auf jeden Fall mit Level 1. Das könnt ihr auch mehrfach spielen. Vielleicht sagt ihr auch, nee, ich gehe erst weiter, wenn ich mindestens Gold erreicht habe. Bleibt euch überlassen. Aber so habt ihr sehr viel Abwechslung, sehr viel Reiz, es weiter zu spielen, weil ihr wollt natürlich im weiteren Level voran. Anschreiten. Und das macht quasi auch diesen Reiz dieses Solospiels dann aus. Und damit bin ich beim Fazit von Kniffel. Wieder ein weiteres Kniffelspiel, eine weitere Variante. Das eine oder andere Kniffelspiel habe ich euch schon als Video vorgestellt und jetzt kommt ein weiteres dazu. Aber ein Spiel der besonderen Art, weil hier hat es noch diese Ergänzung 4-1. Eine neue Reihe aus dem Hause Schmidt vom Autor Rainer Knizia, weil 4-1 deutet darauf hin, es ist ein Solospiel. Es ist ein Spiel für eine Person ab 8 Jahre und geht circa 20 Minuten. Und 4-1, da gibt es natürlich noch bei weitem mehr Spiele, die ich euch peu à peu vorstellen werde. Je nachdem, wann ihr das Video schaut, sind auch die anderen Spiele, die anderen Videos schon online. Aber als erstes wollte ich mit diesem Spiel beginnen, weil Kniffel kennt jeder. Und bei Kniffel denkt man, ja, das ist ja nicht schwer, da brauche ich ja gar keine Regeln lesen. Es gilt schon, ein paar Dinge zu beachten und deswegen habe ich das auch vorhin nochmal dargestellt. Aufgrund der Leisten, aufgrund der vielen Würfel, aufgrund der Plättchen kommen natürlich ein paar Besonderheiten dazu. Aber insgesamt immer nur so eine Art Kniffel vor sich hin zu spielen, wäre mir persönlich zu wenig. Klar, man versucht viele Punkte zu erringen, aber viel Witz. Und das zeugt auch für den Wiederspielreiz, ist ein Challenge-Heft mit 25 Level. Ich bin jetzt noch nicht am Ende angelangt, aber das sind Aufgaben, die ihr erfüllen müsst. Und habt ihr eine gewisse Punktzahl erreicht, je nach Pokal, je nach Farbe, könnt ihr natürlich gewisse Punkte erreichen, dann dürft ihr zum nächsten Level dann übergehen. Das bleibt euch überlassen, aber so habt ihr einen gewissen Reiz, eine gewisse Anforderung, versucht gewisse Punkte zu erringen, teilweise mit Plättchen, ja, mit Plättchen, die man mit Würfel bedecken muss, aber lasst euch da an der einen oder anderen Stelle überraschen. Aber das sind Punkte und Ergänzungen, wo man dann Lust hat, sofern man diese Spielweise mag, das ein oder andere weitere Level zu bewältigen. Und Kniffel ist sicherlich kein Spiel für jeden. Kniffel hat auch eine gewisse Zielgruppe, aber die Zielgruppe ist sehr breit gefächert, weil Kniffel kennt an sich fast jeder. Und wer obenan gerne auch mal alleine spielt, vielleicht alleine unterwegs ist und die Möglichkeit gerne nutzt, alleine mal zu spielen, ohne jetzt vielleicht mit Handy oder anderen digitalen Elementen, sondern einfach als Brettspiel was absolvieren will, der ja, findet sicherlich seinen Spaß bei Kniffel. Das ist jetzt aber für mich jetzt kein Spiel und das Spiel gibt es ja schon eine Weile, wo ich sage, wow, heute und morgen wieder Kniffel und morgen taste ich mich an Level 20 heran. Das ist es bei mir nicht. Dazu sind wir oftmals in geselliger Runde hier und spielen oft gemeinsam. Das heißt, es ist selten der Fall, dass ich quasi auch mal so ein Solospiel dann absolvieren kann, aber das heißt ja nichts, vielleicht schaut ihr das und habt dann nicht oft die Möglichkeit, in geselliger Runde zu spielen, dann wäre das, beziehungsweise ist vielleicht die Reihe was für euch mit dem Hinweis 4-1. Ich denke, aufgrund der Infos wisst ihr sicherlich Bescheid, ob das dann auch was für euch ist. Preislich passt, müsst ihr einfach mal schauen beim Händler oder über die unten genannten Links. Aber das war die Vorstellung des ersten Spiels. Weiter werde ich euch zeigen. Kniffel 4-1 ist das erste aus dem Hause Schmidt vom Autor Rainer Knizia. Eine Person ab 8 Jahre nach unten, nach oben, eigentlich keine Grenze gesetzt. Da hätte man eigentlich schon fast das Alter weglassen können. Naja, ein bisschen
Abläufe sind auf jeden Fall dabei, aber es ist definitiv schnell gespielt. Ja, sei denn, ihr spielt mehr Runden, 20 Minuten steht hier auf jeden Fall dabei. Ja, das zu wirklich allen Infos. Jetzt sage ich danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald.